Hallo liebe Zuschauer, wir möchten euch heute zeigen, wie ihr die Luftballonpumpe aus dem Pneumatik-Set 3 so aufbaut, dass sie über eine Abschussfunktion verfügt. In die Zuleitung wird ein Ventil eingebaut, welches die Luft einmal zu dem Aufblaszylinder und einmal zu den Zylindern für die Abschussfunktion geleitet wird. Wir mussten den Zylinder für das Aufblasen etwas höher bauen, weil der Schieber für die Abschussfunktion den Ballon nach oben schieben muss und dafür die Länge der Schiebezylinder ausgeglichen werden muss. So sieht der Schieber aus. Wir haben ein Rechteck gebaut und die Teile in der Mitte gehören eigentlich zum Greifer. Durch Verschieben kann man sie dicht an die Röhre legen. Damit wird der Ballon nach oben geschoben. Danach haben wir die zwei seitlichen Zylinder für die Abschussfunktion eingebaut. Das sind die Schläuche, die die Luft an die seitlichen Zylinder leiten. Die Abzweigungen braucht es, um die Luft gleichmäßig auf die Zylinder zu verteilen. Sonst verkantet der Schieber. Hier sieht man das Gestell, wenn alle Schläuche angebracht sind. Von oben setzen wir jetzt den Schieber drauf. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Und wenn ihr alles richtig gemacht und den Schalter nach rechts gedreht habt, wird der Ballon aufgeblasen. Und wenn ihr den Schalter nach links dreht, wird der Ballon abgeschossen. Probiert es doch selbst einmal aus und berichtet uns in den Kommentaren, ob es funktioniert hat. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir zusammen bauen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!